Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starbound. Und ja, wir sind so ein bisschen verhasst in dem Dorf. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Ich weiß echt nicht, was ich denen getan habe. Aber immerhin kann ich immer noch bei der Händlerin verkaufen. Guck mal hier. Come and see. Ja, guck mal hier. Ich kann immer noch bei der kaufen. Ich habe auch schon bei der gekauft und Sachen verkauft. Aber ich gehe jetzt erstmal weiter. So. Ich habe nicht mehr so viel Energy. Ich glaube auch gar nichts. Da war eine geile Waffe dabei. Das ist alles zum Verkaufen hier. So, was haben wir hier? Die sind auch zu verkaufen. So. Necrolix Pulse. Oh. Damage per Swing 13,1 und macht. Das ist genau das, was ich auch habe quasi, ne? 12,7 mit 1,3. Ja, okay, das ist genau das. Nur ein bisschen stärker. Oh ja. Schön. Greife mich leider an, deswegen muss ich mich leider wehren. Ja, der hat keine Energie mehr. Aber wir finden hier immer wieder neue Sachen. Alles okay. Hostiles attacking. Nein, ich bin nicht hostile. Ich vertrete nur eine Gesellschaft der Geißelnenner. Der Geißel der Galaxis. Ich bin da so sehr beliebt bei denen. Nee, was? Sind schon ein bisschen aggressiv. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf, wie die darauf kommen, dass ich das so. Ja, guck mal, wie lange das dauert, ey. Incapacitate. Okay. Okay, ich hab's geschafft. Geißel der Galaxis ist eine Vertretergesellschaft, der es möglich ist, relativ in einem sehr großen Radius des Universums Miete einzutreiben. Und diese Miete kommt von Leuten, die die Miete nicht bezahlt haben. Platinum Pickaxe, wow. Cool. La Resistance, oh, ja. Ja, habe ich gelesen. Okay, ich glaube, ich sollte die Dinger hier verkaufen, glaube ich. Diese Bücher.
Weil die müllen mir mal, die müllen mir mein, meine kompletten Sachen einfach nur zu. Was bist du? The Mo- Eine Karotte. Oh Gott. Die kann ich auch verkaufen. Aber funny, sehr funny. Ja, Hochzeitskleid wollte ich mal behalten. Vielleicht können wir es ja irgendwann mal gebrauchen. So, die Throwing Dagger können wir auch verkaufen. Was haben wir hier? Ein Two-Handed mit Gift Special Giant Sword. Ich will mal ansehen, wie das aussieht. Boah, Alter! Boah! Okay, cool. Cool. Aber ich bleib bei meinem Blitz. So, das kann ich verkaufen. Und das kann ich verkaufen. Die Platinenpickaxe behalte ich. Oh, eine Pollenpump. Hä? Unique Weapon. Okay. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh. X-Pixel Cutter One-Handed. Damage per Swing 16. Wow. Ist aber sehr langsam. Werde ich wahrscheinlich auch verkaufen. Ja. Okay, ich kann Waffen auch so testen. Das ist schon mal sehr gut. Packen wir die Waffen wieder hier oben hin. Ja, diese Pollenpump. Ich weiß nicht, ob man die noch gebrauchen kann. Die Pickaxes werde ich auch benutzen, so weit wie ich kann. Und den Rest werde ich dann schrotten, sag ich mal. So, alles was hier so ist, das kann ich alles verkaufen. Sehr gut. Ist hier noch irgendwas? Sollte mal vielleicht Fackeln hier setzen oder so, ne? So, als Erinnerung. Wenigstens ein paar Fackeln. Komm hier. So, ich habe noch was für dich zu verkaufen. Guck mal, diese Sachen hast du noch nie hier gesehen. Die sind ganz neu. Frische Ware aus einem ganz anderen Land. Oh, tja, das war meine Händlerin. Ich wollte sie retten, aber sie ist jetzt mitgestorben. Aber ich habe wenigstens die Sachen vorher noch verkauft. Oh ne, das ist echt scheiße, dass die jetzt tot ist, weil ich brauchte die für Sachen zu verkaufen. Ich muss mal übrigens was testen. Man kann ja auch so so ein Stacheldraht legen, ne? Barbed Wire. Came back. Ja. Ja. Ach so, die werden davon nicht angegriffen? Ich bin ganz friedlich. Ganz friedlich. Ich bereue meine Taten zutiefst. Ja, ich weine. Sieht meine Trauer. Ich mache komische Animationen mit meinem Gesicht, die man nicht sehen kann. Style Activity. Die folgen mir. Wo steht mein Mesh? Ach, der ist weg, ne? Au! Okay, vielleicht sind die doch alle ziemlich böse auf mich. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Oh, da unten ist eine Kiste.
Ah, hier mit der Pickaxe runter. Geht viel schneller als mit dem einen Ding. Oh, was ist das? Neue Waffe. Ein Flammenwerfer. Als ob wir einen Flammenwerfer gewonnen haben. Du, mein Freund, ich muss mal ganz kurz... So. Ist schon mal besser als die Waffe, die wir vorher hatten, auf jeden Fall. Ja, wir sind ganz lieb. So. Wir sind ganz liebe Leute. Mit einem Flammenwerfer. Hi. Na, brennst du? Ich muss mal niesen. Hatschi! 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 Ich wollte doch nur so ein paar Sachen mitnehmen. Nur so Kleinigkeiten, so. Die hat ja auch niemand vermisst. Die ganzen Kisten hier. Schade. Tschüss. Er ist verbrannt. Ich konnte ihn leider nicht mehr retten. So. Da ist keine Geheimtür mehr, ne? Ist schon ein bisschen assi. Bisschen. So, und der Typ ist ein Gefangener, ne? Oh, ich habe ihn freigelassen. Ich habe das Monster befreit.
weiß gar nicht, warum die so böse sind. Ich tue denen doch gar nichts. Toll. Ich habe leider keine Händlerin mehr. Das ist jetzt echt doof. Aber wir hatten ganz am Anfang noch ein paar Häuser, Hütten, wo so ein paar Gestalten noch überlebt haben. Aber ohne den Mech hätte ich das hier nicht geschafft, ne? Also ganz ehrlich. Ohne den Mech. Ich krieg wieder Hunger. Das Geile ist, dass die auch einfach gar nichts tun, ne? Also klar, die kämpfen halt gegen mich, aber ich chill halt hier oben. Ah, der ist hier runtergegangen. Ja, die macht 2 Schaden, aber... Haben wir irgendwie so... Wir hatten doch so Molotow-Cocktails. Oh, Captain's Cap können wir wieder verkaufen. Ja, Flamethrower ist super geil. Da kann die nicht mithalten. Das kann auch weg. Boah. Können sie schon mal nicht mehr. Aber die Dinger sind ja, die machen ja mega Damage. Okay, ich sollte mal heilen. Warum sind die eigentlich die ganze Zeit im Alarmzustand? Also, die sind ja ein bisschen verrückt, oder? Ach, ich hab wieder Hunger, ne? Moment, Ananas. So. Waren wir hier schon? Ja. Okay, schade. Aber die tun mir auch nichts, ne? Die tun mir nichts, dann lasse ich die auch leben. Die lassen mich leben. Okay. Die tun mir nichts. Dann tue ich denen auch nichts. Guck mal, wie schön, dass sie da stehen. Oh, das war die Pickaxe. Oh, die halten ja gar nichts mehr. Früher hielten die super viel aus, ne? Die
sehen uns gar nicht kommen. Die sehen uns gar nicht kommen. Hehe. Ich hab gar nichts geholt. Ich hab nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Unschuldig. Die sind alle noch am Leben. Ich hab nichts getan. Ne? Ja, siehst du, die sind alle nett zu mir. Okay, cool. Ich hätte jetzt gerne noch, dass meine Händlerin wieder da ist. Aber leider ist sie ja im Kampf gegen dieses Monster gestorben. Dieses Monster übrigens. Du bist schuld, dass meine Händlerin kaputt ist. So. Was ich super geil finde an dieser Waffe, die macht halt super viel Licht. Das ist halt extremst nice. Was bist du? Was ist das? Ich werde mich da durchgraben. Das ist ein Gegner, aber ein spezieller Gegner, oder? Okay. Hier ist noch ein bisschen Kohle. Ah, toll. Okay, vielleicht war es einfach nur ein normaler Gegner. Da ist wieder so eine Tablette. Okay, hier geht's in den Berg. Oh, hi. Ah! Sonst ist hier aber nichts, ne? Oh, cool. Roast Steak. Raw Leather. Kann man mit der Pickaxe auch einen Baum fällen? Ja, kann man. Aua! Ich weiß gar nicht, dass ich so viel Damage machen kann. Sollten uns mal wieder heilen. Hardened Carapace. Cool. Die Bäume sollte ich mitnehmen, ne? Kann ich beide fällen auf einmal? Ja, geil. Oh, es ist laut. Geringfügig laut. Natürlich. Oh, hier sind so viele Bäume. Es tut mir leid, aber
Es geht ja relativ schnell mittlerweile. Da kommt so ein komisches Viech auf mich zu, ne? Sehr gut. Ich weiß nicht, wie man mit einer Spitzhacke einen Baum fällen kann, aber... Nice. Schön alles Holz mitnehmen. Oh cool, hier direkt auch noch Eisen mit abbauen. Ne, Kopper. Okay, schade, das war die nächste Spitzhacke. Sollte man die irgendwie aufbewahren oder sollte man warten damit? Ich meine, ich brauche sie ja nicht unbedingt, ne? Oh, der Wald ist richtig geil. Ey. Komm, ich lasse den einmal stehen. Ich mach nur noch Zweierbäume. Nur noch Zweierbäume. Ah, jetzt wird es auch wieder hell. Sehr schön. So. Wunderschön. Ja, komm. Ah, warte. Krieg ich die beiden? Nein. Dann lass es. Er hat eine Fackel gedroppt? Nee. Die zwei kann ich auf einmal. Den auch nicht. Aber die beiden. So, als letztes hätten wir dann noch die Platinum-Axt. Aber die werde ich dann auch nutzen. Und die ist schon sehr stark, ne? In so Dinger kann man auch Badges finden. Ich weiß gar nicht, warum ich das ganze Holz hier sammle eigentlich. Schön. Alle Bäume weg. Geht es auch mit dem hier? Boah, es geht ja super schnell auch. Da brauche ich gar nicht meine Spitzhacke zu verwenden. Außer wenn es dann in den 3x3 Bereich geht. Dann brauche ich die Spitze. Aber die ist so schnell, dieses Ding. Oh klar, wir haben das geupgradet, ne? Wir haben das Gehalt geupgradet. Ist das jetzt nicht langsam genug an Rohstoffen? Ach so. Ah, wir haben noch nicht genug. Hä? Ich dachte gerade, wir wären gerade eine Ressource gewesen. Cool, danke. Ach komm, lassen wir es. Was ist das hier? Ach, Schlamm. Oder irgendwie sowas.
cool. Wo bist du denn? Ah, Frog Mansion. Cool. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.